Wieso kommt so wenig was von Don Don? Ich habe das Gefühl, er ist gar nicht TFS. Okay, gut, komm. Hast du Edo? Warte ganz kurz. Hast du Edos Statement auf Insta gesehen? Was für ein Statement? Bevor wir über Edo reden, rede ich mal ganz kurz über Don Don. Einer kann mir das hier kurz da reinschreiben. Also, wieso kommt so wenig von Don Don? Hab das Gefühl, er ist gar nicht TFS. Oder Don kommt nie. Der macht Mucke, der macht wirklich Mucke, aber das Problem bei dem ist, guck mal, es gibt Leute, die sagen, die sind perfektionistisch. Bruder, die haben Don Don nicht kennengelernt, ne? Die haben Don Don nicht kennengelernt. Also Don Don ist perfektionistisch, Bruder. Der ist wirklich perfektionistisch. Der arbeitet wochenlang an einem Song, mixt das wochenlang. V1, V2, V3, V5, V10, V20. Wirklich ganz schlimm. Don Don ist wirklich ganz, 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 ganz schlimm, was das angeht. Also was heißt schlimm? Das ist halt, ne? Deswegen ist seine Mucke wahrscheinlich auch so gut. Aber das ist halt so das Ding. Also ich sag dem jeden Tag, Bruder, mach Mucke, Mucke, Mucke. Mach. Der macht jetzt erstmal ein paar Shows. Ich will natürlich auch nicht, dass er jetzt so ein halbgares Release macht. Ich möchte schon, dass er jetzt mit was Geilem um die Ecke kommt, auch mit einem geilen Video und so. Er macht auch Sachen. Er hat auch ein Video gedreht, aber damit war er dann nicht so zufrieden und so eine Kram. Also ist gerade auch, die Sterne standen nicht gut für ihn die letzte Zeit, sagen wir so. Aber ich hoffe wirklich, dass er kommt bald wieder und dass er dann auch wirklich mit Energie kommt. Also wirklich mit vielen, vielen, vielen Nummern und eine richtige Season macht, eine richtige Don Don Season. Das ist das, was ich mir für ihn wünsche. Wirklich beeinflussen kann ich das halt leider nicht, ne? Und auch meine Arbeit leidet natürlich auch ein bisschen drunter, weil meine Arbeit, ich kann nur arbeiten, wenn ich ein Produkt habe, was ich arbeiten kann. Und das ist jetzt gerade bei ihm ein bisschen schwer. Wir versuchen es so gut es geht zu überbrücken jetzt gerade die Zeit, aber wie gesagt, alles ein bisschen schwer. Ich reagiere mal auf Edos Beitrag hier, warte. Okay, Edo Sire. Schauen wir mal, was der Gute hier. Hallo, hi. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, bin ich die letzten 8 Wochen komplett untergetaucht zwischen meinem Umzug, Depressionen und Wiederauftauchen von alten Mustern. Ah, ich das schon lese. Musste ich mir Zeit für mich nehmen und ein Umdenken in mir zu schaffen. Und während diesem Prozess habe ich gemerkt, dass ich Days After nochmal umarbeiten muss. Nach meinem Dutzend langen Kellernächten, einer Menge Kopfzerbrechen, ca. 75% Umwerfen von dem Album, wurde es aber letztendlich das, was es werden sollte, glaube ich. Zumindest fühlt es sich richtig an. Ich freue mich wie Bolle. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Edo, bleib du gesund. Sorgen, Digga, wenn du schon schreibst, alte Muster und so. Also ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Ich mache mir Sorgen um dich. Das mit dem Umzug habe ich mitbekommen, Depression habe ich nicht mitbekommen. Mir sagt ja auch niemand was. Diese ganze Edo-Clique redet ja auch gar nicht mehr mit mir. Eigentlich die Frage, wie geht's dem Jungen, sagen die immer das Gleiche. Ja, oh, dem geht's super. Freezy und ich sitzen immer im Auto und sind so, ja, super, klar, natürlich. Ja, klar, dem geht's super. So. Sehr, sehr schade. Ich glaube auch, dass der Keller dem nicht gut getan hat. Der Junge ist ein Superstar und lebt er in diesem Keller dann auch. Ist auch, das macht auch was mit deiner Psyche, wenn du in einem Keller lebst einfach. Das klingt jetzt dumm, aber weil du lebst in diesem Keller. Der Keller war cool, so, not gonna lie. Ne? Also es war schon alles cool und auch, dass er seine Mucke machen konnte, so laut sein konnte, wie er wollte. Und auch, ich sage leider, aber er würde wahrscheinlich sagen, zum Glück auch konsumieren konnte, wie er wollte und so. Ne? Das ist schon cool, aber das hat was mit seiner Psyche gemacht, 100%. Und auch einfach diese ganze Zeit, ich glaube, dass das alles nicht einfach ist. Und auch gerade so, er ist ja noch sehr jung und ist auch sein erstes Mal alles. Auch auf 1 gehen ist sein erstes Mal 1. Versteht ihr, was ich meine? So sein ganzes, alles, was er jetzt gerade macht, macht er ja so mäßig zum ersten Mal. Und ich glaube, dass das alles auch ein bisschen zu schnell ging für ihn, um das alles auch zu realisieren, was überhaupt alles passiert. Was ich Edo mit geben kann, weil ich rede nicht mit Edo, also ich habe den sehr, 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 sehr lange nicht mehr gehört. Sehr, sehr lange nicht. Was ich ihm mitgeben kann, falls ihn das interessiert, falls er das überhaupt hören will, was ich Edo mitgeben kann, ist dasselbe, was meine Mutter mir immer gesagt hat. Halt deinen Kopf zusammen. Mein Kind, halt deinen Kopf zusammen, hat meine Mutter mir immer gesagt. Pass auf, dass du nicht zerbrichst, Bruder. Lieber, du gehst 1-2 Schritte zurück. Ich komme von der Denkweise, dass ich immer gesagt habe, okay, noch einen Schritt nach vorne. Und wenn du kriechen musst, dann kriegst du. Weißt du, was ich meine? So, okay, wenn dich jemand schlägt und du bist am Boden, dann krieg ich weiter. Mir egal, aber geh weiter. Und mittlerweile weiß ich, dass das nicht so schlau. Lieber einen Schritt zurückgehen. Lieber auch 2 oder 3 Schritte zurückgehen. Hauptsache, du bleibst gesund. Weil das alles, was du hast, alles. Und damit meine ich nicht nur Geld und Erfolg, sondern Freunde, Familie, alles. Bringt dir nichts, wenn du, ne? Wenn dein Kopf nicht richtig funktioniert. Bro, ich merke, ich bin alt. Wirklich, dass ich diese ganzen Sachen sage und so. Ich fühle mich wirklich wie so ein alter Mann. Ah, Mann. Freut mich echt nicht zu hören, dass es dem so scheiße ging. Wow. Real Talk. Edo lebt halt so krass für die Musik. Er möchte unbedingt sein Projekt umsetzen. Ja, aber ich glaube auch, dass er zu sehr gerannt hat. Gerannt ist. Wisst ihr, was ich meine? Sehr, sehr gerannt. Der ist so sehr einfach die ganze Zeit. Okay, nächstes Projekt. Okay, noch mehr Songs. Okay, noch wieder ein Studio. Okay, jetzt noch das und jetzt noch dies. Einfach gerannt so. Kam nicht. Denkst du, er ist noch stark drogenabhängig? Ja, was ist stark drogenabhängig, ne? Also drogenabhängig würde ich sagen. Ich weiß es nicht, aber ich bin halt nicht, ich habe keinen, kann auch sein, dass der mit allem aufgehört hat. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht mehr mit ihm. So, das letzte Mal, also die letzte Information, die ich hatte, war, er hat ein Problem. Das ist die letzte Information, die ich bekommen habe von seinem Kreis mäßig. Aber, ja, ich weiß nicht.